Da geht's rauf. Nicht durch die berühmte Südwand zum besonnten Dachsteingipfel, sondern rechts daneben über die schattige Zacke der Dachsteinwarte. Aber steil genug ist auch das. Und früh aufbrechen heißt es, wenn die Dachstein-Superferrata auf dem Speiseplan steht. Denn es warten 1200 Höhenmeter am Drahtseil plus einige an den Verbindungsstrecken. Das Gelände ist steil und anstrengend und der Andrang macht Staus und Wartezeiten wahrscheinlich. Zumindest an schönen Wochenenden. Aber schließlich ist es ja keine Tour wie jeder andere. Früh, das heißt tatsächlich früh. Denn da die letzte Seilbahn-Talfahrt um kurz nach 5 ist, muss man bei 9 bis 10 Stunden reiner Geh- und Kletterzeit allerspätestens um 7 auf die Piste. Dafür bietet die Südwandhütte vielleicht ein früheres Frühstück als eine Talherberge. Im Anna-Klettersteig, dem ersten des Tages, zum Mitterstein hinauf, ist es jedenfalls um diese Zeit noch etwas schattig. Aber auf dem Mitterstein droben, dem ersten Gipfel, kraxelt man dann schon in der Sonne hoch über der Ramsau dahin, mit Blick auf die weißen Gipfel der hohen Tauern. Und eine kleine Zwischenmahlzeit darf man sich hier auch gönnen. Stärkung für das Folgende ist nicht verkehrt. Gewaltig bäumt sich die Dachstein-Südwand oberhalb auf. 1909 wurde die 800-Meter-Wand erstmals durchstiegen, von den Brüdern Franz und Georg Steiner, die sich in einem luftigen Quergang mit einem Haselnussstock, dem Stiegelstecken, an die Wand drückten. Die Route hat die Schwierigkeit 5, der leichteste Anstieg durch die Wand ist immer noch ein satter Vierer und es gibt noch viel Schwierigeres. Zum Glück aber auch den Johann-Klettersteig. Kaum eine halbe Stunde ist es hinüber zum Einstieg. Doch auch dieses Teilstück mag man nicht unterschätzen. Früh im Jahr liegt hier ein Schneefeld, das zur, wir erinnern uns, notwendig frühen Tageszeit hart gefroren ist. Steigeisen und Pickel können dann sinnvoll sein, wenn man keine fatale Rutschpartie riskieren mag. Aber im Spätsommer, wie hier, ist's auch nicht unbedingt leichter, mit feinem Geröll und vielleicht gar noch dem ein oder anderen Firnrest. Schön, wenn man dann wieder Drahtseile in die Hand bekommt und gewachsenen Fels unter die Füße. Kurz driftet die Route auf die Schattenseite des großen Felspfeilers, aber bald sind wir für den Rest des Tages in der Sonne, wenn wir bei der Wetterwahl nichts falsch gemacht haben. Der berüchtigte Einstiegsüberhang des Johann. Eine sinnvolle Einrichtung. Von den Routenschraubern so quasi als Zugangsqualifikation angelegt. Wer hier souverän und zügig raufkommt, sollte auch den Rest gut schaffen. Kondition vorausgesetzt. Wer schon bei der Querung im Gurtzeug hängt, darf sich nochmal überlegen, ob einer der längsten Klettersteige der Ostalpen für heute das Richtige ist. Denn steil bleibt's. Zwar nicht ganz so steil wie drüben in der Dachstein-Südwand, sie ist sogar steil genug für Basejumper, die mit ihren Wingsuits hinausgleiten bis über die Wiesen am Wandfuß und erst gefühlt direkt vor dem Einschlagen den Schirm ziehen. Aber steil ist's eben auch hier an der Dachsteinwarte und der Fels so kompakt und rau wie in den besten südfranzösischen Klettergebieten. Ohne Drahtseil wäre hier leicht mal der sechste, siebte Grat gefragt. Auch mit Eisenleine entspricht der Anspruch an Bewegungsgeschick und Kraftausdauer immer noch gut einem Dreier oder knappen Vierer. Klettersteigschwierigkeit E ist der Einstiegsüberhang. Der 100 Meter hohe große graue Pfeiler hier durchgehend C bis D. Das Tolle an den Klettersteigen in der Dachsteingruppe ist hier gut zu erkennen. Ungefähr bananenförmige Eisenstifte, die sehr gute Tritte und ordentliche Griffe abgeben und so erlauben, aus den Füßen heraus Höhe zu gewinnen. Elegant wie beim echten Klettern, statt wie ein nasser Sack am Drahtseil zu zerren mit den Füßen an der glatten Wand. Trotzdem summiert sich natürlich die Belastung. Und beherrschen sollte man dieses Bewegungsmuster, sonst wird's bitter. Denn bei Stürzen sind die Eisenstifte weniger willkommen. Nach dem großen Pfeiler ist es noch lange nicht vorbei und es bleibt abwechslungsreich. Kurze, steile Abschnitte wechseln sich ab mit sanfter geneigten Passagen. Es gibt auch mal ein ebenes Plätzchen, um hinzusitzen und die Energie- und Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen. Jetzt aber ist es bald geschafft. Noch kurz vor dem Ausstieg kommt dieser Catwalk
Hoch über dem grünen Talboden, neben den Füßen geht's flott abwärts. Und am Horizont reihen sich die Gletscherberge der Hohen Tauern. Links Hochalmspitze und Ankogel, rechts Großglockner, Wiesbachhorn und Venediger. Dazwischen, ohne weiße Glasur, Schareck, Sonnblick und Hocharm. Und mit einem Schritt kommt man ums Eck ins Flache. Wenige Meter weiter tummelt man sich mit Dutzenden anderen auf der Hüttenterrasse. Die alte Seetalerhütte, hier im Bild, war urig nett, glückverheißend mit nepalischen Gebetsfahnen. Nur leider zu klein, zu alt, nicht mehr zumutbar für Personal und Gäste. Heute steht dort ein dunkler Kubus mit Solarmodulen, energieeffizient und modern und Geschmackssache. Im Hintergrund sieht man schon den Weiterweg über den frühherbstlich blanken Gletscher zum Ostgrat, dessen rötlich heller Fels im unteren Teil belegt, wie stark hier das Eis in den letzten Jahren abgeschmolzen ist. Der auf diese Art neu zum Vorschein kommende Fels wird von den lokalen Bergführern immer wieder mit zusätzlichen Drahtseilen ausgerüstet, und auch wenn sich im Spätsommer eine Randkluft bildet, bauen sie dafür Hilfen ein. Steigeisen können eventuell trotzdem hilfreich sein. Und obwohl der sogenannte Schultersteig nur mit B bewertet ist, darf man auch hier stellenweise nochmal anziehen. Rechts im Profil sehen wir einen Teil dieser letzten Etappe, garniert mit Bergsportlern. Die gewaltige Südwand links erzeugt selbst Anfang Oktober noch so viel Thermik, dass bei schönstem Wetter Wolken um den Gipfel treiben. Ein warmer Anorak im Gepäck ist also keine dumme Idee. Saudumm dagegen wäre es, Richtung Gipfel zu steigen, wenn auch nur ein Hauch von Gewittergefahr droht. Es gab schon hässliche Notfälle, wissen die örtlichen Bergführer und Bergretter. Und noch einmal schwingt sich der Berg nach oben, bevor es endlich geschafft ist. Ein paar Aufschwünge am Grat, dann auf dem schattigen Mecklenburger Band knapp über dem Schneefeld nach rechts queren in die Gipfelrinne und dann schön im Gänsemarsch nach oben. Hier sind wir am Normalweg gemeinsam mit denen unterwegs, die per Bahn raufgekommen sind. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Wartezeiten nochmal. Vor allem dann beim Abstieg durch Gegenverkehr, wenn, wie hier, die Variante über die Randkluft gesperrt ist. Man ahnt, warum diese Sperrung einen guten Grund hatte. Wenn auch natürlich keine rechtliche Verbindlichkeit. Dann aber ist er erreicht. Der zweithöchste Gipfel der nördlichen Kalkalpen, ganz im Osten gelegen. Der höchste liegt extrem weit westlich, die Marseiller Spitze in den Lechtaler Alpen. Dem hohen Dachstein fehlen nur lumpige 5 Meter zum 3000er. Ein cooler Gipfel ist er trotzdem und Zahlen sind ja angeblich nur Schall und Rauch. Unten schmilzt der Hallstätter Gletscher vor sich hin, über den später der Abstieg verläuft. Dahinter breitet sich die große Karstfläche der östlichen Dachsteingruppe aus. Noch ein Tiefblick auf den Hallstätter Gletscher, jetzt schon während des Abstiegs. Am Horizont zackelt das tote Gebirge, eine noch größere Karstfläche als die Dachsteingruppe und definitiv mit Potenzial für viele weitere Bergerlebnisse. Wo das schuttige Gletschervorfeld in die Latschenzone übergeht, lässt sich am linken Bildrand das rot-weiß-rote Dach der Simoni-Hütte erahnen. Sie ist benannt nach Friedrich Simoni, einem Geographen und Alpenforscher, der die Dachsteingruppe besonders im Visier hatte und den Gipfel schon 1843 mit einem Klettersteig erschließen ließ. Rechts auf dem Gletscher ist die Pistenraupenspur zu sehen, die zur Seilbahnstation führt. So sieht das Ganze dann aus der Gegenrichtung aus. Die breite Spur führt durchaus an einigen Gletscherspalten vorbei, ist aber touristentauglich hergerichtet, wie man sieht. Darüber reihen sich am stumpfen Pfeiler der Ostschulter die Klettersteigkollegen im Auf- oder Abstieg. Der alternative Abstiegsweg über die Randkluft, knapp links der Gipfelfalllinie, ist an den Spuren im Firn zu erkennen. Gelände für Alpinisten, die Steigeisen dabei haben, und wissen, wie ein Seil bei Gletscherspaltengefahr zu benutzen ist. Und dann hat uns die Zivilisation wieder. An der Seilbahnstation gibt es eine Kaffeeterrasse, eine luftige Ausguckplanke aus Stahl, eine Treppe ins Nichts und einen Eispalast in den Resten des Hallstätter Gletschers.
etwas unterhalb sogar eine Langlaufloipe für Sommertraining. Und an dem senkrechten Felssporn, der die Station trägt, wartet noch eine Steigerung für Ferratatissimus, der Skywalk-Klettersteig. 150 vertikale Höhenmeter anhaltend in Schwierigkeit E. Es könnte ja Menschen geben, denen selbst eine Super-Ferrata nicht genug ist.